Es war März 2020. Ich stand hinter der Bühne und blickte durch einen Spalt auf die Bühne hin. Die Bühne war angerichtet. Ein fahles blaues Licht zeichnete einen Kegel auf die schwarzen Bühnenbretter und erleuchtete sie. 200 Menschen hatten sich im Vorfeld eine Karte für meine Show hier in Freiburg gekauft. Es war ausverkauft. Im Saal saßen 17 Leute. 17 Leute hatten sich heute noch getraut, ins Theater zu kommen. Ich blickte auf die Bühne, die ich in wenigen Minuten betreten würde, und mir war in dem Moment klar, es würde für lange Zeit das letzte Mal sein. Tatsächlich, 3 Tage später wurde der Lockdown verhängt und alle Theater waren geschlossen. Zu dieser Zeit war ich sehr gut unterwegs als Komikerin. An rund 120 Abenden pro Jahr spielte ich irgendwo zwischen Hamburg und Arth-Goldau, zwischen dem Saarland und dem Graubünden. Ich hatte quasi einen Zweitwohnsitz im Bahnabteil von SBB und Deutsche Bahn und ich war vertraut mit sämtlichen Niederungen der deutschen Hotellerie. Ich hatte den Deutschen Kabarettpreis gewonnen und ein paar andere Preise und ja, die Dinge liefen richtig gut. Nach 10 Jahren im Comedy-Business hatte ich mir ein stabiles Einkommen und einen Namen erarbeitet und eigentlich lief alles genauso, wie ich es mir vorgestellt hatte. Und dann kam Covid und meine Karriere, mein Einkommen wurden auf einen Schlag ausgekippt wie ein Eimer altes Wasser. Heute sieht mein Leben ziemlich anders aus. Ich bin Gründerin von 2 Firmen, die sich den digitalen Wandel vorgenommen haben. Wie der gelingt, darüber spreche ich auch in Workshops und auf sozialen Medien. Ich habe Arbeitsplätze geschaffen und ich kann meine Rechnungen wieder bezahlen. Und ich möchte euch heute erzählen, wie dieser Neustart gelungen ist. Schritt für Schritt. Wie ich mit 40 nochmals bei Null angefangen habe. An den Abend des Lockdowns erinnere ich mich sehr genau. Wir alle wahrscheinlich auch, dachte ich einfach nur, ich kann es nicht fassen. Es war so unwirklich. Ein Land wurde sprichwörtlich geschlossen. Und ich erinnere mich, wie ich vor dem Fernsehen saß und ängstlich die Tagesschau verfolgte. Und während ich mir das alles reinzog, da formte sich irgendwo da hinten in meinem Kopf ein Gedanke. Nach der Tagesschau trat ich auf die Terrasse, atmete tief durch und aus diesem Gedanke wurde ein Vorsatz, ein Pakt mit mir selber. Ich schwor mir, dass ich in all der Zeit, in der dieses Covid jetzt dauern würde, und zu diesem Zeitpunkt war ja in keinster Weise absehbar, wie schlimm es werden würde, wie lange es dauert, aber ich würde in all dieser Zeit nie von Krise sprechen. Für mich würde es keine Covid-Krise geben, sondern eine Corona-Chance. Ich weiß nicht, woher das kam, aber ich gab mir in dem Moment selber ein Gelübde. Ich würde, wenn das alles vorbei war, wann immer es sein wird, werde ich glücklicher, reicher und 5 Kilo leichter sein. Spoiler, am Ende der Pandemie war ich 0 Kilo leichter. Natürlich hatte ich keine Ahnung, wie ich das anstellen sollte. Alles deutete erstmals darauf hin, dass ich ohne Job pleite und ziemlich unglücklich sein werde. Aber ich hatte so gar keinen Bock, das zu akzeptieren. Also musste ich herausfinden, wie ich es anstelle. Das Erste, was ich tat, ich eliminierte alle negativen Einflüsse von außen, die ständig von Krise sprachen. Ich löschte alle News-Push-Mitteilungen von meinem Handy. Ich ging noch weiter. Ich löschte alle News-Apps. Den Fernsehen stellte ich in den Keller. Ich lebte 2 Jahre lang mehr oder weniger News-abstinent. Der ganze Lärm von wer sagt heute was, in welchem Land ist die 7-Tage-Inzidenz wie hoch, welcher Experte rät wozu, das alles war verstummt. Wenn es etwas wirklich Wichtiges zum Wissen gab, zum Beispiel eine bundesrätliche Anordnung, dann bekam ich das schon mit. Aus meinem Umfeld. Und mehr, so beschloss ich, brauchte ich nicht zu wissen. Natürlich musste ich auch ein paar menschliche negative Einflüsse aus meinem Umfeld entfernen. Menschen, die mit mir nur noch über die Krise sprechen konnten.
für die es kein anderes Thema mehr gab und die ständig ihren Frust und ihre Wut mit mir teilen wollten. Ich musste in Gesprächen immer wieder sagen, dass ich jetzt bitte nicht mehr über das allgegenwärtige Thema Covid sprechen möchte, sondern auch mal über etwas anderes. Und war das zum wiederholten Male nicht möglich, dann, so beschloss ich, tat mir diese Person nicht gut. Und wie ihr euch vorstellen könnt, musste ich mich tatsächlich von ein, zwei Personen trennen. Was passiert in unserem Gehirn, wenn Angst uns beherrscht? Ich wollte das genau wissen und ich habe Folgendes gelernt. Bei Angst sendet die Amygdala im Gehirn ein Signal an die Nebennieren. Dort werden dann Adrenalin, Cortisol, Stresshormone ausgeschüttet und unser Körper ist jetzt bereit für Flucht oder Kampf. Bleiben diese aus, dann erstarrt der Körper. Kurzzeitige Belastungsstress, also wenn Angst kurzzeitig da ist, dann können wir das in der Regel gut kompensieren. Chronischer Stress, also eine permanente Belastung, eher nicht. Typische Symptome sind dann Erschöpfung, kognitive Dysfunktion, Konzentrationsstörung, Schlaf ohne Erholung. Ich war eine Künstlerin ohne Lebensgrundlage. Ich konnte es mir schlicht nicht leisten, dass Angst mein Gehirn paralysiert und erschöpft. Ich brauchte eine Lösung für mein Leben und dazu brauchte ich alle meine Sinne. Klar, wach und vor allem kreativ. Angst und Problembewirtschaftung waren darum das Letzte, was ich brauchen konnte. Das Zweite, was ich tat, ich überlegte mir, was wird jetzt eigentlich dringend gebraucht? In diesen Tagen verbrachte ich viele Stunden auf dem See mit Freunden. Einer hatte ein Boot und da diskutierten wir auch über Lösungen für die aktuelle Situation. Einer von uns war in der Berufsbildung tätig und er erzählte, wie schwierig die Situation aktuell für Unternehmen und Lernende war. Schnupperlehren vor Ort konnten ja nicht stattfinden, Berufsmessen waren abgesagt, Schülerinnen und Schüler hatten einen erschwerten Berufseinstieg und gleichzeitig konnten Unternehmen so ihre Lernenden nicht finden. Wir sahen also ein durch Covid entstandenes großes Problem und wir hatten Ideen für Lösungen. So machten wir uns an die Arbeit. Wir kreierten einen ersten Prototypen einer virtuellen Berufsmesse. Wir gingen auf Unternehmen zu und pitchten diese Idee. Sobald wir drei Firmen hatten, die interessiert waren, organisierten wir eine erste virtuelle Berufsmesse durch die Oberstufenschulhäuser in Form einer Wanderausstellung. Schülerinnen und Schüler konnten so mit allen geltenden Hygiene- und Abstandsregelungen in dieser Zeit in ihrem Schulhaus eine Berufsvorauswahl treffen und mit einem Tab auf dem Smartphone ihren vielleicht künftigen Lehrbetrieb kontaktieren. Wir hatten damit einen ersten niederschwelligen Schritt zur Berufswahl geschaffen und gleichzeitig legten wir mit diesem Produkt den Grundstein für unsere Firmen. Drittens, ich überlegte mir, was ich eigentlich schon alles kann. Alle von uns, die in ihrem Leben nochmals neu beginnen, bringen einen Rucksack mit. Und die Aussage, wir alle bringen einen Rucksack mit, damit ist umgangssprachlich oft eine Bürde gemeint. Eine Last, die wir aus unserem bisherigen Leben mitschleppen. Für mich ist der Rucksack aber der Ort, wo die Regenjacke drin ist, das Taschenmesser, der Proviant. Also alle Dinge, die wir vorbereitet haben und die uns auf unseren neuen Wegen tragen und nähren. Schauen Sie mal rein in Ihren Rucksack. Was da schon alles für Kompetenzen drin sind. Welches Wissen, welcher Erfahrungsschatz. Packen Sie ihn aus. Das habe ich jedenfalls gemacht. Und ich habe darin eigentlich alles gefunden, was es für einen Neuanfang gebraucht hat. Unbändiger Wille zum Beispiel. Die Lust, Neues zu lernen. Das Wissen, dass es am Anfang nicht ums Geld geht, sondern darum, Möglichkeiten zu sehen und die dann auch zu packen. Auch wenn die am Anfang noch nicht bezahlt werden, aber dass sich daraus
Kontakte und Vertrauen ergeben und aus diesen Verbindungen mit der Zeit eben zahlende Kunden werden. Das alles war schon in meinem Rucksack und ich brauchte es nur auszupacken und wieder anzuwenden. Es waren also diese drei Schritte: das optimistische Mindset, Lösungen für aktuelle Probleme unserer Gesellschaft finden und die Werkzeuge aus dem eigenen Rucksack anwenden. Im Rückblick dünkt mich das Erste, das optimistische Mindset, das Allerwichtigste. Das brauche ich auch heute noch. Jeden Tag, der Weg ist ja nicht zu Ende. Die Pandemie ist zwar vorbei, aber der Krisenmodus, dünkt mich, der ist immer noch da. Seit 2008 beschreiben die Medien unsere Welt permanent als Krise. Finanzkrise, Eurokrise, Flüchtlingskrise, Corona-Krise, Klimakrise, Energiekrise. Dieser ständige Alarmismus, der macht etwas mit den Menschen. Die einen macht er gleichgültig, die anderen lähmt diese Angst und macht sie mutlos. Und das ist verheerend, weil unsere Welt Lösungen braucht. Wir brauchen Lösungen für die Flüchtlingsströme, wir brauchen Lösungen für unsere Ozeane, das Klima und die Energie, die Gewinnung der Zukunft. Lösungen werden von Optimisten gemacht, von Menschen, die machen, die nicht mit verschränkten Armen im Zuschauerraum sitzen und die Akteure auf der Bühne kritisieren und kommentieren. Aber gerade in Europa dünkt es mich momentan einfacher, Kritiker zu sein. Und oft auch lukrativer. Die Buchverträge, die Titelseiten, die Sondersendungen, die gehen hier eher an die Kritiker und die Warner und die Streiker und weniger an Unternehmerinnen und Wissenschaftler, die Lösungen bringen und Innovation vorantreiben. Es braucht heute Mut, Optimistin zu sein. Und ich hoffe, dass Sie sich auch für das Team machen entscheiden, für das Team umsetzen, für das Team handeln, dass Sie sich auch auf die Bühne ins Licht stellen und hier mitgestalten. Ich hoffe, wir sehen uns da. Danke.